keine Hoffnung, Dossi. Vor 2 Wochen ist die Apokalypse ausgebrochen. Und der Einzige, mit dem ich mich natürlich zusammenschließen konnte, war das andere halbe Hemd. Oh mein Gott. Hallo. Was tue ich hier? Was tue ich mir hier an? Oh, wir haben eine Minimap, sehe ich. Cool. Ja. Gewollt? Wenn ja, egal. Ich glaube, ich habe sie aus Versehen nicht deaktiviert. Ja, gut, ist so. Macht ja nichts, wir sind eh so schlecht in dem Spiel. Genau. Project Zomboid. Wir haben beide keine Ahnung. Wir haben jetzt gerade ein bisschen versucht, irgendwie Sachen zu machen, aber es hat halt absolut nicht funktioniert. Deswegen, ja. Schauen wir doch einfach mal, wie das Ganze läuft. Alter, ich habe was Besseres wie Nudelholz gerade gefunden. Ich habe ein Buch gefunden. Wo bist du denn gespawnt? Skill too low to read. Ich kann nicht lesen. Ich bin zu dumm zum Lesen. wenn ich jetzt mal auf die Karte gucke. Oh, warum sie. Hä? Oh, witzig, ich sehe unsere alte Karte. Ja, ja, die Karte ist bei ist Gott sei Dank geblieben. Also, ich bin gar nicht so weit weg von unserem ehemaligen pinken Haus. Okay. Aber deutlich weiter Richtung Südwesten. Und du? Falsche Taste hier. Lass mich mal schnell schauen. Ich bin komplett im Nordosten gespawnt. Also noch weiter oben. Wenn wir uns an dem blauen Haus treffen, dann wäre es ungefähr die Mitte zwischen pinken Haus und mir. What? Okay. Ja, ist ein gutes Stückchen, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist, ja, müsste es eigentlich ganz gut gehen. Jetzt, warte mal, ich esse mal kurz die Erdbeeren hier. Soll ich zum blauen Haus kommen? Ja, ich komme auch zum blauen Haus. Boah, das ist, okay, muss ich mir überlegen. Am besten laufe ich so, theoretisch müsste ich echt hier unten lang laufen, das macht's klüger. Ich hoffe, dass man in dem Spiel nicht aufs Klo muss. Oh ja, das wird witzig. Also ich habe hier eigentlich noch jede Menge Loot. Ich weiß gar nicht. Ja, ich habe jetzt mir hier auch mal kurz die Sachen ein bisschen angeguckt, was ich drin habe. Ich habe mal kurz alles gegessen, was ich wirklich zur Verfügung hatte. Oh, ich habe 2 Nudelhölzer. Da mache ich primär und sekundär Nudelholz. ich hab Boxhandschuhe an noch. Oh, nice. Sehr stark. Ja, ansonsten Dörrfleisch ist gut, habe ich gehört. Nehmen. Käsenudeln, ungekochtes Fertigpopcorn. Ne, die lasse ich mal da. Okay, Dossi, ich hätte mal gesagt, wir sollten. Also ich würde mal loslaufen, oder? Ja, ich guck noch ganz kurz, ob ich hier noch irgendwelches Dosen. Oh, guck mal, Dosen mit Sardinen. Nehme ich mit. Oh Gott, Alter. Kochtes Fleisch. Ah, ja. Steht erstmal direkt hinter der Tür in einem Zombie, hey. Are you kidding me, ey? Extrem panisch. Präzision und Wahrnehmung sind stark verringert. Oh, was ist jetzt? Recht schwer beladen. Ernsthaft? Ich habe doch nur Essen mitgenommen. Also, du musst halt oben aufpassen. Dein Inventar steht oben rechts in der Leiste dran, wie viel du trägst von wie viel. Also, ich trage momentan auch 6,69. Nice, von 7. Ich bin bei 12,8 von 12. okay, dann schmeiße ich das Buch doch wieder weg. Ich marschiere jetzt mal so weiter. Ach, ich lese mal. Ich lese mal kurz eine Runde Buch. Ja, wenn du lesen kannst. Mir hat er gesagt, ich bin zu dumm dazu. Drolly, nur weil du zu dumm bist. Ja, ich habe aber auch Schneiderei 2 direkt gefunden. Okay. Ich kann halt Schneiderei noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich Schneiderei 1 erstmal dafür. Also ich bin jetzt in einem Wald angekommen. Ja. Ich bin jetzt knapp bei dem blauen Haus schon fast. Ich bin nicht mehr ansatzweise. Ich muss gerade überlegen, was ich wegschmeiß. Ach komm, scheiß auf die Butter. Macht das Sinn, Butter zu essen? Ja, es bringt dir halt Fette. Ach was? Komm, dann pfeffer ich mir jetzt die ganze Butter rein. Fette brauchen wir auch zum Essen irgendwo. Also ich habe auch... Ich hab oh geil! Ich wiege jetzt, also ich kann jetzt mehr Stärkeboost und sowas dank der Butter. Alter, ja, da sieht man, was Butter macht. Ja, Leute, zu Hause direkt, Butter. Holt direkt mal die Butter bei euch aus dem Kühlschrank und snackt eine Runde, hey, das ist gesund. Ihr habt's gehört, bei Dossi zuerst. Hat schon Helmut Kohl gemacht. Wenn der im Stress war, hat er einen Laib Butter sich reingezogen. So.
sind auch. Alter, diese Geräusche, hey. Ich meine, ich bin bestens ausgerüstet. Ich habe Boxhandschuhe an, ich habe eine Gitarre auf dem Rücken. Was soll mir schon geschehen? Ich will das Türe öffnen. Yes, okay, Türe schließen. Den Zombie könnten wir klatschen. Der hat uns aber noch nicht bemerkt. Komm, wir ignorieren ihn. Versuchen mal. Okay, er hat uns gesehen. Der hat uns auch. Okay, wir sind jetzt panisch. Shit. Wir rennen mal hier durch. Ja, du musst aufpassen, hey. Also panisch ist echt kein guter Trade. Ist hier drin jemand? Habe ich da was gehört? Oh, jetzt bin ich wieder beladen. Die Butter hat die Wirkung verloren. Scheiße. Bin ich hier sicher? Okay, also ich bin jetzt über dem blauen Haus direkt. Ich renne jetzt mal runter zum blauen Haus. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich... Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so viel angenehmer von der Menge an Zombies. Ich hoffe einfach, dass ich da unten entspannt in das blaue Haus reinkomme. Alter, mein Herz schlägt so übel, hä? Oh. Also nicht. Da steht ein Zombie davor. Ready? Also ja, es sind auf jeden Fall weniger Zombies, das stimme ich zu. Komm schon, bitte sei da nicht um die Ecke. Jetzt kriege ich gleich wieder einen Herzinfarkt. Ich dachte, hier weiter. Ich dachte, hier ist Wald. Ah. Also ich versuche mich jetzt gerade so durch den Oh Gott! Fuck you, Game. Nimm erst noch meine dicken Nudelhölzer, Alter. Du rennst du wirklich mit zwei Nudelhölzern rum? Ja. Okay. Alter, okay. Komm mal bitte schnell her. Es ist halt hier echt... Oh. Ich bin unterwegs. Ich glaube, ich kann mich auch mal trauen, kurz M zu drücken. Oh mein Gott, das ist also... Ich habe ein Viertel meines Weges geschafft. Ich bin noch nicht mal bei dem pinken Haus vorbei. Wenn du schon lange bei dem blauen bist, komm mir lieber entgegen. Im blauen drin. Das Problem ist, dass hier super viele Zombies um mich rum sind. Wollen wir uns im pinken Haus treffen? Ja, ich renn. Hier sind zu viele Zombies. Mein Tipp, nutz auch den Wald. Also ich komme hier sehr langsam vor, aber sehr, sehr sicher. Alter, ich kriege in diesem Spiel echt nur einen Herzinfarkt. Ey. Im rosa Haus wird es nicht dreimal. Das ist noch so weit dorthin. Ich bin durstig. Ja, ich werde auf jeden Fall ein bisschen durch die Büsche laufen hier. Ich will es auch irgendwie versuchen, in der Mitte zu treffen. Siehst du das grüne Haus? Ja, da bin ich gleich. Vom blauen Haus? Ja, gut, dann. Aber ich bin halt auch noch sehr weit weg, aber ich versuche mal dahin zu kommen. Ja, ich versuche halt echt. Also, ich versuche irgendwo in ein Haus reinzukommen, ohne dass mich irgendwelche Zombies sehen, aber es ist halt. So schwer. Okay, da ist schon wieder ein Zombie. Die hat mich vielleicht noch nicht gesehen. Oder vielleicht, wenn sie mich gesehen hat, vielleicht sollte ich mich gleich mit ihr anlegen. Entschuldigung, ich habe gerade einen Hund gehört. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen. Ich wollte gerade fragen, gibt es Zombie-Hunde? Das weiß ich nicht. Alter, wie viel hältst du denn aus? Es ist alles blutig, das bringt mir halt gar nichts. Ist hier ein Fenster oder sowas? Komm schon, keine Zombies, keine Zombies. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich... Warum hat der Baum gewackelt? Ich glaube, ich kann hier rein. Tür öffnen. Sehen die mich denn die ganze Zeit? Also das ist echt... Fuck, mich haben sie auch gerade gesehen. Also ich muss sagen, der sieht, also es ist unglaublich, wie die einen sehen. Ich war nicht auf der offenen Straße rennen. Okay, verstehe ich. Aber ich komme aus dem Wald raus und sofort werde ich entdeckt. Oh Gott. Okay, der hat erstmal Bauchnabelpiercing. Den ziehe ich direkt mal an. Wie komme ich über den Zaun? Oh. Ah, shit, schon wieder einer. Ja, wo bist du? Ich bin in dem blauen Haus. Hey, ich habe jetzt eine Uhr. Blaues Haus. Grünes Haus. Grün, da bin ich fast da. Okay, ich brauche nicht mehr lang. Aber ich renne hier auf offenem Gelände. Komm schon, die.
Ja, ist nicht schlimm. Hier in dem Haus bin ich gerade noch alleine. Also ich töte den letzten Zombie jetzt gerade. Sehr gut, okay. Silberne Halskette, ja, direkt anziehen. Dürfte nicht mehr so weit weg sein. Das Problem ist, ich... Okay, ich sehe es. Ich sehe es auf meiner Minimap, das grüne Haus. Shit, die Fenster sind ja alle abgeschlossen, oder? Ich möchte nicht einmal außen rumlaufen. Ich überlege gerade echt einfach, ob ich eine Scheibe einschlag. Warum sehe ich dich nicht? Ah, dammit. Itaken Power! Ja! Okay, durchklettern. Wo bist du? Am grünen Haus. An welchem grünen Haus? Ich habe nur eins auf der Karte. In der Nähe vom blauen Haus. Das linke, das kleine? Das längliche. Ja, da bin ich drin. Ach, du bist im Haus drin? Okay. Ja, ja. Ich bin ganz rechts, habe ich die... Warte, ich kann dir die Türe aufschließen. Jetzt könnt... Ja, ich habe was gehört. Ah, da bist du. Ah, du hast eine Gitarre, wie nice. Ich sag doch, ich bin hier. Hä, wie komme ich hier rein? Ja, hier habe ich... Ich habe die Türe dir aufgeschlossen. Ach so, aufgeschlossen. Okay. Hey, Scrawly, mein Guter. Eieiei, Dossi. Boxhandschuhe, Gitarre, oh nein, nicht raus. Mehr. Ist hier irgendwo was zu... Habe ich selber was zu trinken? Warte, ich muss mal kurz in mein Inventar gucken, ob ich was zum Trinken habe. Ja, ich habe einen Stieltopf, also wir können kochen, glaube ich. Was ist denn hier damit noch drin? Glaube ich, oder? Hier ist... Oh, ich kann den Stieltopf zum Auffangen von Regenwasser nutzen. Die Frage ist, soll ich was trinken, weil ich habe echt Durst? Ja, ich habe auch Durst, aber ich habe nur etwas Durst, also es geht noch. Ja, ich bin durstig halt schon. Habe ich noch irgendwas in meinem Inventar? Ich hätte Chili, Hundefutter, Pilzsuppe. Ich kann hier was befüllen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das Wasser gut ist. Ich meine, wir haben hier halt keine Kochstelle, um das Wasser dann irgendwie zu kochen oder sowas. Na gut, da steht jetzt auch nichts drauf. Ich habe einfach eine Tube Tomatenmark dabei. Eine Tube Tomatenmark? Dann lass uns doch versuchen, ins nächste Haus zu gehen, wo vielleicht ja, die guck Möglichkeit mal, ist zum Kochen. Wir können, da hinten ist ein, genau einfach hier über die Straße nach hinten, also ist was, da können wir uns vielleicht hinschleichen. Pass auf, dass da keine Zombies um die Kurve stehen. Den habe ich erschlagen. Alter, ich habe teilweise echt so Hals und Fuck schon von diesem Spiel gekriegt. Da kommst du um eine Ecke, wo du nicht rumsiehst und dann macht es plötzlich Dring. Den habe ich ja erschlagen hier. Ich konnte aber noch nicht gucken, was er hat. Socken. Mhm. Silberring. Ja, okay. Ist unwichtig. Okay, das ist ein verbarrikadiertes Haus. Ich glaube, da liegen Zombies. Pass auf, wir müssen weiter unten entlang gehen, weil da liegt ein Zombie vor der Tür. Oh, ich glaube, ich habe gerade was geschlossen, was ich nicht schließen wollte. Ich höre irgendwas und ich sehe dich nicht mehr. Ja, ich bin über den Zaun drüber gegangen. Also das ist ein verbarrikadiertes Haus. Das könnte ganz gut sein. Ich weiß nicht, ob es in dem Spiel Überlebende gibt. Also ich habe in den Einstellungen zumindest was gelesen von wegen NSC-Gespräche. Ja. Also hier kommen wir nicht rein. Die Tür, die ist... Ich habe einen Hammer. Ich habe einen Hammer dabei. Kannst du dann da dagegen schlagen? Ich kann die Barrikaden entfernen. Ja, dann mach das mal bitte. Ja, beschütze mich mal, weil ich sehe nach rechts nichts. Ja, ich guck. Ich bin überladen. Ich sammle nämlich die Bretter gerade ein. Okay, perfekt. Scheiße, habe ich das Inventar auch weggemacht. Wie kriege ich denn... Ah, okay. So. Einfach links auf die Kiste drücken wieder. So, ich gehe rein. Ja. Ich komme hinter dir her. Gitarrenpower. Wobei, der Hammer ist wahrscheinlich geiler. Ich mache mal das Fenster wieder zu, okay? Ja. Und die Vorhänge am besten auch. Weil dann sehen die nicht, dass wir hier drin sind. Ich mach mal das Licht aus. Ja, Gott, ich bin voll panisch. Okay, hier vorne ist nichts. Da ist eine Küche. Oh, das ist gut. Die Küche ist super, weil dann können wir hier das Wasser kochen. Okay. Pass auf, bauen, so. Untersuchen, abbauen. Okay, ich lese mal ganz kurz hier Bücher. What? Was ist los? Okay, ich mache erstmal wieder aus. Ich muss erstmal herausfinden, wie ich den Topf da drauf stelle. Muss ich den wahrscheinlich irgendwie ausrichten, oder? Gegenstand platzieren, hier. Ja.
So, den stelle ich jetzt hier auf die Kochplatte. Du bist nicht zufälligerweise Elektrotechnik begabt, oder? Ich bin eher der Human-Mediziner. Du bist wirklich Mediziner? Krass. Ja. Ich guck mal noch kurz in den letzten Raum rein. Warte mal, hier sind auch noch Vorhänge davor, oder? Nee. Ich versuch mal, das Wasser zu kochen. Hast, also ich hab's auf 200 Grad hörst eingestellt. Hörst du das Schlagen? Nee. An der Tür wird geschlagen. Das ist der Zombie. An unserer Vordertür. Die ist aber noch verbarrikadiert, also. Ja, aber da ist doch keiner. Ich sehe hier nichts. Vorne, Vordertüre. Ist die andere Tür. Da schlägt doch keiner. Willst du mich verarschen? Die Türe wackelt ohne Ende. Hä? Hast du den Taub... Jetzt. Du hast den Taub-Trade, oder? Nee. Nicht? Okay. Aber ja, ich seh's, ich seh's. Ich geh mal raus. Bist du dir sicher? Warum denn? Also du hast jetzt... Du kochst jetzt gerade das Wasser, oder? Ja. Ich trinke das jetzt einfach mal, okay? Mal gucken, was passiert. Ist schon gekocht? Ja, scheinbar hat's funktioniert. Okay. Guck mal kurz, wer da draußen klopft. Ah, hier, da ist sogar noch Wasser drin. Aber ich habe jetzt leider... Der will jetzt auch mich verarschen. Ich sehe dich, Alter. Du bist halt auf dich gestellt, gell? Ja. Da hätte ich mal gesagt... Möchtest du ein Süppchen haben, lieber Dossi? Oh, gerne, gerne, weil ich habe Hunger. Komischerweise habe ich keinen Durst mehr, das ist ganz komisch. Ein bisschen über. Kann ich die Suppe? Muss ich die vorher kochen? Oder? Vorhang. Ah nein, ich möchte das, den Stehtopf mit Wasser jetzt erstmal nehmen. Was ist denn hier noch dahinter? Wir haben eine Badewanne. Ich gehe jetzt erstmal baden. Warte, ich komme mit. Nein. Hast du jetzt hier getrunken? Oh, guck mal, ich habe hier Pflaster und Pinzetten. Ja, ich habe getrunken. Du kannst auch trinken. 18 von 20, okay. Guck mal, wir haben sogar Teekessel. Ich glaube, das wäre sogar noch besser gewesen zum Kochen. Oh, jetzt noch Nudelholz, falls du Neues willst. Macht es Sinn, dass wir uns das Haus als Basis merken und ich erstmal ein paar Sachen hier reinkapp in die... Ich kann ja Essen in den Kühlschrank packen. Das könnten wir echt machen. Ich glaube, das hält dann... Weil ich bin voll, das ist echt kacke. Ja, ich bin auch bei 8 von 9. Jetzt gucke ich mal, was können wir denn hier reinpacken. Ich meine, meine Armbanduhr behalte ich auf jeden Fall. Also ich habe hier zum Beispiel... Ich meine, das können wir auch in, kann ich auch in einen normalen Schrank tun, dass wir nicht alles in den Kühlschrank... Oh, wow, in der Gefriertruhe ist ja richtig viel drin. Oder hast du das da reingelegt? Das habe ich gerade alles reingelegt. Okay, weil ich habe gefrorene Sachen gar nicht mitgenommen. Nee, das Gefrorene nicht. Ich habe im Kühlschrank habe ich gerade alles reingelegt. Okay, weil es gibt halt echt viel gefrorenes Zeug hier gerade. Ich sehe es gerade, das ist ja mal... Aber vielleicht wäre das sinnvoll, wenn wir das Zeug nicht alles in den Kühlschrank reintun, was halt nicht in den Kühlschrank rein muss. Ja, warte mal, dann muss ich davon... Also ich packe jetzt hier mal alles in den Schrank rein, hier unter der, ja. Mach mit. Ich räume um. Okay, das ist eine gute Idee. Steuerungstechnisch, ich muss sagen, das Menü gefällt mir immer mehr. Umso mehr ich mich damit auseinandersetze. Das ist schon nicht schlecht, gell? Ja, aber am Anfang dachte ich so ein bisschen, oh, das sieht aber oldschool aus und komisch, aber ich konnte jetzt gerade alles markieren und habe einfach dann aus dem Kühlschrank alles automatisch rübergezogen. Muss ich mal gucken, wie hast du das Ding denn mit Wasser gefüllt? Ich habe erstmal das im Inventar. Ah, gehabt. Befüllen, Teekessel, ja, okay. Yes. Wow, yes. Das ist ja super intuitiv einfach nur. Ich sag ja, ich würde mal was essen. Also ich habe ein wenig Hunger, habe ich. Okay, der Herd lief gerade die ganze Zeit. Oh, sorry. Du hast den Herd angelassen, Dossi. Nein, Moment mal. Ich hab gekocht. Wer hat den Herd... Wer hat getrunken und angelassen? Du hast den Herd angelassen. Du. So läuft's immer da zu Hause, ja? jetzt aber mal ganz kurz auf den Herdstern. Rechtsklick. Platzieren musst du. Oh, jetzt habe ich echt richtig Hunger. Oh, wo ist denn platzieren? Du musst Rechtsklick auf den Topf machen. Und da gab's dann platzieren. Ich nehme mal den Topf nochmal. Oh, da ist doch noch Wasser drin in dem Topf. Verstehe gar nicht. Achso, nee, ich wollte halt Ding drauf setzen, einfach mal. Also,
Genau, rechtsklick auf das, den Behälter und dann gibt es da Gegenstand platzieren. Und dann kannst du quasi. Achso, auf den quasi Behälter. Genau, rechtsklick auf, den, auf das Ding, was du da hast. Weil ich könnte jetzt einfach sagen, okay, Gegenstand platzieren und kann den hier hinpacken. Was habe ich denn hier hingesetzt? Ich weiß aber nicht, ob wir der, ob ich jetzt Wasserkocher, wirklich... den packst du doch nicht auf den Herd, oder? Doch, hatte ich jetzt schon gesagt. Oh, ich habe ihn aber nicht auf den Herd gesetzt, sondern ich habe ihn vor die Tür gestellt. Ja, das ist gut. Da funktioniert es bestimmt. Ich muss jetzt was essen. Ja, ich sollte... Nee, ich sollte ein bisschen was essen noch. Ich gönne mir mal hier einen Dörrfleisch. Muss noch ein bisschen mit dem klarkommen, weil ich sehe zwar rechts die Anzeige, dass ich Hunger habe, aber ich würde gern wissen, wie viel Hunger ich habe. Unter Gesundheit sehe ich nichts. Du musst auf... Ach krass, du kannst Liegestütze machen, um fit zu werden. Ja, richtig. Okay. Putz. Temperatur. Gott, Patronen aus Schachteln. Ich, Gott, geh mal auf den Herstellungsding. Da ist halt so viel einfach drin. Tischlerei, Kochen, Pilzsuppe öffnen, Dosenöffner, einmal verarbeiten. Das bringt meinen Kochskill nach oben. Gesundheit. Bandage, Kochtopf mit Wasser. Einheit 1, heiß. Also man kann Wasser auf jeden Fall kochen. Wie kriege ich denn eine Bandage hergestellt? Bandage reinigen. Beinwickel. Da musst du wahrscheinlich, warte mal. War nicht... Gott, im Himmel. Na, herstellen kann man die Dinger irgendwie nicht bandagen. Fitness. Ja, okay, komm. Ich hatte mal gesagt, während du hier bist, mache ich ein paar Liegestütze. Oder eins. Ja, das sind aber, Liegestützsprünge sind das. Tja, hier. Ja, du, wir müssen uns vorbereiten, hey. Also die Apokalypse ist nicht ohne. Pass auf. Und eins. Und zwei. Jetzt kommt hier im Hintergrund. Oh, was habe ich jetzt? Unangenehm heiß. Ruh dich irgendwo aus, wo du weniger Hitze ausgehst. Oh, der Ofen ist noch an, oder? Ja. Der Ofen ist immer noch an. Ich mache auch immer Sport, während der Kochtopf brodelt. Okay, ich gehe mich mal kurz ein bisschen ausruhen hier. Ja. Bin auch schon. Ah ja, guck mal, jetzt geht diese unangenehme Hitze sogar weg. Oh, krass. Aber jetzt habe ich Durst, ich bin schwer beladen und habe Hunger. Oh, kann ich mich nicht hier hinsetzen? Nee, weil ich mich hier schon hingesetzt habe. Aber ich bin fertig. Nee, ich hab gedacht, es kommt eine Sitzanimation, aber ich stehe einfach jetzt nur... Ach so, warte mal, ist rechts, kann ich rechtsklick immer? Aber ich kann auch mich auf dem Boden setzen. Egal. Haben wir hier jetzt schon so alles geplündert? Hier? Oh, guck mal, hier gibt's einen Gürtel und BH. Oh mein Gott. Dossi, du hast doch einen Hammer. Ja. Drück mal rechtsklick drauf. Auf den Gegenstand, auf den kurz, Schrank. Lass mich mal kurz den Gürtel anziehen, weil ich glaube, ein Gürtel ist immer gut. Ja, rechtsklick auf den Schrank. Dann abbauen. Mhm. Und dann gehen wir auf... Nee, ich brauche eine Gartensäge oder eine Säge. Ach, weil der Hammer steht. Ja, da steht... Oh Gott, Dossi, warum hast denn du da nicht reingeguckt? Hab ich doch gerade. Da ist ein großer Wanderrucksack mit drin. Hä? Ah, ich bin auf der anderen Seite vom Schrank. Ach so. Oh, eine Reisetasche. Ein E-Bass schwarz. Machen wir eine Band auf. Komm hier, zack. Wenn ich jetzt eine Reisetasche mitnehme, wie funktioniert das jetzt mit der Reisetasche? Also ich die jetzt auf dem Rücken? Ich kann jetzt 11,5 von 7 tragen. Also ich kann jetzt deutlich mehr tragen. Das ist gut. Ich nicht. Ich kann immer noch 12. Ach so, die Reisetasche hat einen extra Slot. 18. Okay, also ich habe jetzt 18 Slot da. Okay, jetzt lese ich mal noch hier die Zeitschrift. Oh, ich muss noch mal ein paar Tortilla-Chips essen, ey. Etwas gelangweilt bin ich. Okay, ich muss mal kurz eine Wörterbuchsuche machen. Guck mal, ein Kamm. Schick. Wo soll ich denn die Bretter hinpacken, die ich da habe? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, damit kannst du ja irgendwie Carpenter-Zeug machen. Oh, was ist denn hier jetzt los? Ich meine, ich kann mal kurz gucken. Sehr geringe Verletzungen? Wo bin ich denn verletzt? Rücken. Ja, ich kann mir die auf den Rücken schnallen. Ja, okay. Ich pack die mal in den Schrank hier rein, weil ich brauche die jetzt ja nicht. So.
Oh, die verbrauchen sehr viel. Wo bin ich denn verletzt? Weiß ich nicht. Ja, bei mir steht Gesundheit dran. Geringe Verletzungen. Vielleicht hast du dich Sport verletzt, Muskelkater. Ja, aber ich kann meine Wunde auch nicht behandeln oder sowas. Ich kann mit dir auch nicht interagieren irgendwie. Ich kann nur handeln, aber ja, ich kann mal, dich jetzt nicht irgendwie untersuchen. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwie... Ja, was steht denn bei dir unter Gesundheit? Ja, das ist ja die Sache. Bei mir steht nur geringfügig verletzt. Erste Hilfe benötigt. Aber ich sehe nicht, was wo... Ich habe auch also keine Wunde. Mir wird keine Wunde angezeigt. Kannst du, da steht dran, zum Behandeln der Wunde rechtsklicken. Ja, bei mir steht geringe Verletzung. Wenn ich rechtsklick drauf mache, passiert gar nichts. Achso. Ich habe keine Wunde an meinem Körper dran irgendwie, aber vielleicht kommt es ja noch. Etwas gelangweilt und etwas durstig. Ja. Eine Güte. Ich guck mal Fernseher. Ich muss mal kurz... Ne, Fernseher musst du aber aufpassen, gell, wegen den... Eine Stromquelle ist immer nicht... Ja, das war ja auch nur ein Witz. Ich habe schon wieder Durst, willst du mich verarschen? Ja, ich trinke auch gerade was. Und ich habe auch Hunger. Vielleicht wasche ich mich einfach mal kurz. Vielleicht fällt mir dann eine Wunde auf oder sowas, weißt du? Ach so. Dass die irgendwie von dem Blut überdeckt wird oder sowas. Ja, Dossi, während ich mich aber so sauber mache und du dich wahrscheinlich auch, sollen wir dann hier erstmal eine kleine Nachtpause einlegen und mal schauen. Ich kann ja auf meine sportliche Sportuhr gucken und dir sagen, es ist momentan 20.40 Uhr, deswegen... Wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt hier einen Cut machen oder einfach mal... Ja, dann, ich hab schon ein Doppelbett gesehen. Ich würde sagen, wir teilen uns das Ganze. Natürlich. Kuscheln also wir jetzt ein bisschen aneinander. Ist gemütlich. Achso, hier ist auch ein Doppelbett, deswegen dachte ich... Ja. Aber ich muss mal hier kurz zu, weil das geht ja nicht. Ja, ja, richtig. Ja, also... So. Gute Nacht, John Boy. Und Moment... Damit das auch richtig ist, ne? Gut, Dossi. Du weißt, okay, damit es auch richtig ist. Warte, Dossi, ich hol schon mal die Pinzette. Primär ausrüsten. In diesem Sinne. Du A-Krampe, du. Wie benutzt man dieses dämliche Bett überhaupt? Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Macht's gut. Tschüss. Tüdelü.